das ist das Sanren Mu Neck Knife. Was es kann, schauen wir uns an. Hallo und willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich spiele schon herum mit dem Sanren Mu, nämlich schon wieder. Und ja, da ist es nun, dieses schöne kleine Neck Knife. Und ich finde, dass das extrem gut verarbeitet ist, extrem wertig verarbeitet ist. Und ich meine, du kannst es ja auf unterschiedlichsten Bezugsquellen kannst du es ja bekommen. Ich habe es direkt aus China bestellt von Gearbest. Und also das ist, was mich massiv überrascht ist, wie schnittig und wie bissig und wie angeschliffen es ab Werk ist. Ich habe es dann jetzt schon einige Zeit im Einsatz und habe es jetzt schon einmal abgezogen, das ist schon klar. Aber auch ab Werk war das ganz einfach ohne irgendwelche Probleme machbar. Also das ist eine richtige Freude, damit zu arbeiten, weil es ganz einfach irrsinnig schnittig ist. Geliefert wird, so, wo habe ich ja? Ja, genau da. Mit einer Kaidex-Scheide, das ist alles standardmäßig dabei, mit so einer Kette, die ich vermute mal, wir werden das dann nachher auch testen, wenn man es um den Hals hat und irgendwo hängen bleibt, abreißt, das werden wir dann nachher uns gleich anschauen. Und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, da war auch so ein kleiner Techlock dabei, unter Anführungszeichen Techlock, den Sanren Mu da dazugegeben hat. Und ja, aber den habe ich abmontiert, weil jetzt brauche ich nicht. Dieses Messer ist, ich weiß die Stahlsorte gar nicht, ich schau das unten an, es gibt sie auf unterschiedlichsten Herstellern und schau da ganz einfach an. Aber ich kann einfach nur sagen, für den Preis, das ist ein absolut Top-Teil. Ich meine, du musst natürlich auf Neckknives stehen, das ist ganz klar. Aber so als kleines EDC-Messer auch wirklich gut brauchbar. Was mir besonders gut gefällt ist, und das ist einfach da, also zumindest bei meinem, ich weiß nicht, ich erwecke jetzt nicht Hoffnungen und du kaufst das dann und dann ist es bei dir nicht so scharf, aber ich kann mir das ist einfach irre, ja, wirklich irre, nämlich besonders auch für diesen Preis, das ist das 7130 FUF SV, ist dieses Sanren Mu Neck Knife. Jetzt schauen wir es uns einmal in der Praxis an. Ja, und wenn du mich kennst, dann weißt du, ich bin ein Anhänger von absolut scharfen Messer, weil das hat ja sonst alles überhaupt keinen Sinn. Und dieses Sanren Mu, was mir wie gesagt noch immer beeindruckt, ist die Schärfe ab Werk und dass man es auch wieder scharf kriegen kann. Jetzt machen wir mal ein bisschen an, schau wie sich das mitbiegt. Ja. Also mal, ich hole dich ein bisschen näher her. So, schau. Und ich hoffe, dass, ja, so, schau her. Jetzt schauen wir mal. Schau, also ich habe das da reingerammt und das biegt sich so richtig schön mit. Ja, nicht schlecht. Probieren wir es gleich noch einmal. Sau stabil, ne? Was ich mir natürlich auch erwarte. Ja, da bricht natürlich jetzt das Material hier raus. Ja, eh klar. Nur echt super, wirklich super. Taugt mir. Ja, dann wollen wir noch einen kleinen Test machen und zwar ob die Kette, wenn man sie da irgendwo hängen würde, auch wirklich nachgeben würde. Das wollen wir natürlich auch noch wissen. Ja, also ich habe jetzt schon kräftig ziehen müssen, aber es hat gereicht, um ja, diesen Teil da aufzubrechen. Ich muss dazu sagen, jetzt hält es natürlich nicht mehr. So, aber wozu hat man ein Multitool? Multitools braucht man nicht im Wald und insgesamt. Aber wenn man es braucht, ist cool, wenn man eins hat. Aber es wäre auch ohne gegangen, das ist mir schon klar. Aber ich bin halt ein Verfechter von Multitools. Ich mag die halt ganz einfach gern. Und ja, dann ist die Sache jetzt wieder gegessen und dann hält das auch wieder gut. Und ich glaube, wenn wir das Ganze jetzt nochmal machen, dann wird es genauso. Ja, genau. Also wenn man gescheit anzieht, geht auch das wieder auf. Ja, auch dieser Test, meiner Meinung nach erfolgreich. Ja, was meiner Meinung nach ein bisschen am Manko ist, ist, dass der Klingenrücken abgerundet ist. Das ist zwar schön verarbeitet und ich kann mir sicher vorstellen, dass es irgendjemanden auf der Welt gibt, der sagt, oh, so super, weil das abgerundet ist, da hinten schön, hab sie gearbeitet, die Chinesen. Aber ich sage, ja, sie will Feuerstahl bedienen. Ja gut, so unterschiedlich sind ganz einfach ja, die Anforderungen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch in diesen Griffbereich hier noch irgendwas mit ja, einweben könnte, also dass man noch mehr Grip hat, denn das ist klar, aber das ist einfach bei diesem schlanken Design gar nicht anders möglich, dass das natürlich nicht so toll in der Hand liegt, wie wenn ich jetzt einen richtigen Griff hätte.
Wenn ich an Isola 2, an mein Isola 2 von Easy denke, dann ist das genau derselbe Punkt. Und interessanterweise erinnert mich das auch irgendwie ein bisschen dran. Nur mit einem Unterschied, nämlich dass es scharf ist und dass es auch scharf hält. Aber gut, das an einer anderen Stelle. Ich kann es dir empfehlen. Ich kann es dir definitiv empfehlen. Also wenn es dich interessiert, schau da unten die Links an und meins ist absolut top. Ich werde es natürlich wie immer in den Langzeittest aufnehmen und dir berichten, wie es war. Ich mag dich um ein Abo bitten, ja, um ein paar Videos zum Anschauen, wenn du magst. Kommentar, danke fürs Dabeisein, unten der Link zum Produkt. Dein Reini Ross von bis bald, ciao.